Hallo, mein Name ist Irina Frank und heute zeige ich euch, wie man schnell einen Bokeh-Effekt und einen Light-Leaks-Effekt erstellt. Fangen wir mit dem Bokeh-Effekt an. Ich zeige euch eine sehr schnelle Methode, wie man einen Bokeh-Effekt erstellt. Hierfür benötigen Sie ein Bokeh-Bild. Ich verschiebe das Bild ein bisschen nach unten und wähle den Modus Negativ multiplizieren aus. Dadurch lasse ich alle dunklen Bereiche verschwinden und uns bleiben nur noch Lichtkreise. Aber man sieht hier, ich vergrößere ein bisschen, man sieht hier eine Grenzlinie. Die Linie soll verschwinden. Dafür füge ich eine Maske hinzu. Einfach auf das Symbol hier unten klicken. Ich nehme einen Pinsel, schwarze Vordergrundfarbe, die Deckkraft für ca. 50%. Und male über die Linie. Und fertig ist unser Bokeh-Effekt. Probieren wir das gleiche mit einem anderen Bild. Ich benutze wieder ein Bokeh-Bild. Ich wähle erneut Negativ multiplizieren aus. Verschiebe das Bild ein wenig nach unten. Und reduziere die Deckkraft. Füge die Maske hinzu. Und male über die Grenzlinie. Und schauen wir uns vorher und nachher. Bokeh-Effekt ist fertig. Nun zu Light-Leaks-Effekt. Ich erstelle eine Einstellungsebene Kurven und wähle das Bild ein bisschen auf, füge mehr Rot hinzu, reduziere ein bisschen Grün und Blau und invertiere die Maske, indem ich STRG und I zusammendrücke. Ich nehme einen großen weichen Pinsel, weiße Vordergrundfarbe, die Deckkraft ca. 80% und male über die Stellen, wo ich die Leaks haben möchte. Schauen wir vorher und nachher und nochmal vorher und nachher. Oder ich erstelle eine neue Ebene. Im Modus Negativ multiplizieren wähle eine Farbe aus und male wieder über die Stellen, wo ich die Leaks haben möchte. Sie können auch mehrere Farben benutzen, zum Beispiel. Ich wähle jetzt die gelbe Farbe aus. Okay, male drüber. Schauen wir uns vorher und nachher. Ich reduziere ein bisschen die Deckkraft und nochmal vorher und nachher. Und wenn für Sie die beiden Methoden nicht schnell genug sind, werden wir wieder ein Bild benutzen, zum Beispiel so eins. Solche Texturen finden Sie im Internet. Und wir gehen genauso wie bei dem Bokeh-Effekt vor. Ich wähle den Modus Negativ multiplizieren aus und reduziere die Deckkraft. Sie können verschiedene Texturen ausprobieren, zum Beispiel die Textur hier, auch Negativ multiplizieren auswählen. Sieht schon ganz anders aus. Oder Sie können mehrere Texturen gleichzeitig benutzen. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Ich werde wieder diese Textur benutzen. Ich wähle den Modus Negativ multiplizieren aus. Und dank diesem Effekt bekommen wir ein ganz anderes Gefühl in diesem Bild. Schauen wir uns vorher und nachher an. Vorher und nachher. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.